Liebe Zuschauer, dieses Abenteuer verlief ein wenig anders als geplant. Wir machten uns über die schottrigen Straßen auf zu einer Schlucht in den Bergen Fuerteventuras mit dem Ziel, den Arco de las Pinitas zu erklimmen. Doch zu diesem Zeitpunkt konnten wir nicht wissen, wo uns diese Reise noch hinführen würde. Wir entdeckten eine malerische Kapelle mitten in einer Schlucht und am Ende der Schlucht fanden wir einen verlassenen Staudamm. Der Weg dorthin ist steinig und gefährlich. Werden wir unser Ziel dennoch erreichen? Was verbirgt sich im Inneren des Staudamms? Werden unsere Wasserreserven in dieser kargen Landschaft ausreichen? Und was passiert, wenn man hier vom Weg abkommt, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen dieses außergewöhnlichen Abenteuers. Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier live aus Fuerteventura. Wir sind heute mal etwas abseits der Piste unterwegs und zwar sind wir hier in den Bergen von Fuerteventura und wir wollen uns heute mal eine ganz bestimmte Sehenswürdigkeit angucken. Und wo sind wir hier genau? Wie heißt das? Arco de las Pinatas. Genau, ja, da wollen wir heute hin. Die Wanderung soll so ungefähr 1,5 Stunden dauern und geht da hinten gleich den Berg hoch. Ich bin mal gespannt. Die Puppe hat auf jeden Fall ihre Stöcke dabei. Da kann nichts mehr schief gehen. Ausreichend Flüssigkeit sollte man auch mitnehmen. Ja, und ich bin gespannt, was wir da oben so alles entdecken werden. Und ich würde sagen, los geht's. So, zunächst einmal geht's hier diese Schotterpiste runter. Und so wie das aussieht, geht der Weg da oben durch. Total geil. Ich bin echt gespannt, was uns da so erwarten wird. Hammer. Guck dir diese Schlucht an und dann hier die Palmen. Das sieht echt mega aus. Dann hier dieser alte Ziegenstall und da oben die Straße. Die sind wir auch schon lang gefahren. So, hier geht jetzt der Weg weiter. Hier muss man echt aufpassen. Also überall sind so komisch liegende Steine. Da kann man super leicht umknicken. Schon hier wirklich Bergwandern, kann man nicht anders sagen. Zwischendurch weiß man nicht, ist das ein Weg oder ein Bach? Aber wir kommen der Schlucht auf jeden Fall schon näher. Boah, hast du gesehen? Hier sind gerade so Vögel drüber geschossen. Ja, das geht da hinten hoch. Die Felsen sehen auch heftig aus, ne? Boah. Der Drohne. Da oben. Jetzt wird es anstrengend, jetzt kommen Treppenstufen hier. So. Da, wieder Atlashörnchen.
auf dem Felsen. Die wohnen hier auf jeden Fall. Und weil die immer verbotenerweise gefüttert werden, sind sie sehr zutraulich. Ja. Hi. Ja, wer bist du denn? Sag mal hallo. Süß. Hey, da kommen noch mehr. Überall. Ja, wer seid ihr denn? Ihr seid ja cool. Hi. Da oben ist der Felsen, wo wir dran vorbei müssen. Wahnsinn. Oh. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte. Es ist schon sehr schweißtreibend hier hoch. Ja. Oh mein Gott. Sind wir richtig hier? Weiß ich nicht, ich bin den Weg lang gelaufen, Olli. Ja. Ne? Die Frage ist, ja, geht der Weg jetzt hier lang? Und dann da drüben hoch? Oder muss man hier lang gehen? Das weiß ich nicht. Ja, komm, wir gucken mal. Ein Windchen. Okay, hier geht's in die Schlucht, so wie es aussieht. Ja doch, das ist der Rundweg. Oh, guck mal da unten. Das ist ja wie eine kleine Oase. Total cool. So, wir haben jetzt noch mal auf Google Maps geguckt, wo es hier lang geht. Und zwar geht es in die Richtung zu einer Kapelle.
Das muss ein Fußweg von einer Minute sein. Dann können wir nämlich gleichzeitig in die Schlucht hier reingucken. Und später müssen wir hier wieder zurück, runter und dann rechts. Dann kommen wir zum Arco de las Penitas. So, jetzt geht es hier erstmal runter durch die Schlucht. Die kann man natürlich noch weiter laufen. Dann kommt da irgendwann ein Staudamm. Aber ich denke mal, bis zur Kapelle, das reicht schon vollkommen aus. So. Krass, das ist mal ein Weg. Mega cool. Erinnert mich so ein bisschen an den Presa de Mala hier, ne? Jo, da ist auch schon ein Staudamm. Mega cool. Boah, guck mal hier runter. Das sieht doch klasse aus, ne? Wahnsinn. Da unten dieses ausgetrocknete Bachbett, da ist noch ein bisschen Wasser drin und da vorne geht es zum Staudamm. Die Rohre, die kennen wir ja, ne? Was ist das denn? Boah, Wahnsinn. Das ist toll hier oben. Sowas liebe ich. Ja, da ist die Kapelle. Boah, was eine Schlucht. Genial. Das ist der Oberhammer. Was für eine geile Schlucht. Guckt ihr das an. Unglaublich. Da unten diese schmalen Felsen mit dem Wasser. Genial. Und dann dieser riesige Felsbrocken da. Das alleine hier, ja, das ist ein Weg. Unglaublich. Anni, kannst du abblasen? Hier ist überall Ziegen. Boah, hör mal, diese Kapelle, ne? Das ist ja ein Mörderbild hier. Ja. Also, so eine tolle Kapelle habe ich noch nie gesehen. Die ist ja mitten in einem Lavastrom, wenn du so willst. Wahnsinn. Das ist mal eine Schlucht.
Was für ein toller Ausblick, ne? Geh langs. Ja, hier geht's runter zur Kapelle. Mal gucken, ob die auf hat. Das ist schon krass hier, ne? Wahnsinn. Geh schön langsam, ja? Ja, ich bin am Rand. Okay. Und hier besonders langsam. Hier bloß nicht abstürzen. Ey, das ist wie im Himalaya hier. Das ist ja unglaublich. Stehst du jetzt im Weg? Nein, ich stehe weiter. Endlich mal eine Kirche, die auf ist. Das ist schön. Relativ schlicht. Klein gehalten. Interessant. So, ein schöner Ausblick hier von der Kapelle und wir laufen jetzt mal weiter Richtung Staudamm. Hier soll es noch einen Staudamm geben, der ist ein Stückchen weiter noch. So, erstmal die Treppe wieder hoch. Es ist jetzt wieder ziemlich windig hier. Nochmal ein kurzer Blick in die Kapelle.
Wow, das ist ja mega cool hier. Guckt euch das an, hier ist so ein kleiner Wasserfall, der geht hier runter. Und dann so eine grüne Lagune und hier vorne der Staudamm. Und wieder ein Atlashörnchen. Oh, was liegt denn da? Das sieht ja komisch aus. Das ist ein alter Kaktus. Oh, guck mal, dieses Wasser hier, ne? Wahnsinn. Und dann der alte Staudamm. Das ist ja mal eine richtig coole Kulisse. So, Freunde, wir haben jetzt hier mal eine kleine Pause gemacht und einfach die Landschaft genossen. Das ist hier wirklich schön und wir sind jetzt fast schon 2 Stunden unterwegs, kann man sagen. Obwohl dieser Weg hier eigentlich gar nicht so lang beschrieben ist bei Google. Da ist er mit 1 Minute irgendwie beschrieben. Ja, aber man hat hier überall so ganz tolle Fotospots und ja, einfach eine traumhafte Landschaft, einen richtig schönen Barranco. Und hier vorne ist jetzt der Staudamm. Den will ich mir mal eben angucken. Die Puppe wartet so lange unten. Die passt aufs Gepäck auf. Und ich schaue mir das Ganze an. Ich will das aber nicht da oben ansehen, sondern ich möchte da unten an die Luke. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich da hinkomme. Hier geht es nämlich lang. Kleiner Trampelpfad. Ich weiß nicht, ob der Trampelpfad reicht, um da hinzukommen. Aber es könnte durchaus sein. Mal schauen. Oben rum, ne? Ich glaube ja. Ja, hier geht einer lang. Aua! Ah, das sticht. Ja, da müssen wir irgendwie lang. Nein, meine Lampe. Verdammt. Ich muss da runter. Es wird kein Weg dran vorbei. Gute Lampe. Aber jetzt habe ich auch den besseren Weg, glaube ich. Jetzt gehe ich hier einfach durch den Barranco. Hier muss man natürlich auch aufpassen, weil es hier sehr rutschig ist. Zack. Oh. Gar nicht mal so einfach. Zu dem Staudamm hinzukommen. Jetzt gehe ich aber lieber wieder hier oben lang. Hier oben, das erscheint mir ein bisschen sicherer. Jawohl. Und hier ist der Eingang vom Staudamm. Wow. Ey, wenn das nicht mal spooky ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja mega geil. Boah. Wow. Das ist einer der schönsten Staudämme, die ich bisher auf meinem Kanal hatte. So, ich habe erstmal ein paar Fotos gemacht. Das ist ja der Wahnsinn hier, Freunde. Guckt euch das an. Das ist ja ein Paradies. Dass hier keine Krokodile drin sind, ist alles. Ja?
Das kann ich mir ja auch noch gut vorstellen. Das wird bestimmt auch nicht schlecht aussehen. So, jetzt versuchen wir aber mal da reinzukommen. Hier geht es über so ein paar Felsen. Hier vielleicht hoch. Dieses Gras hier, aufpassen, ist feilscharf, also spitz. Das ist wie Speere. Wenn man das abkriegt, dann fällt man den Hang runter. Und jetzt bin ich hier ausgerutscht in irgendeiner Pampe. Guckt euch das an. So richtig ekelhaftes Zeug. Okay. Ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen klettern. Ja, hier muss ich hoch. Da ist wieder so eine glitschige Pampe. Okay. Der hier sollte halten. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, der hält mich aus hier. Und ich reiß den jetzt nicht ab oder runter. Ne? Ich habe auch nur eine Hand. Ja, ich gehe lieber hier drauf. Aber das ist alles so ein Matsch hier. Boah, da läuft irgendeine Chemiebrühe aus. Oh. Hier läuft irgendeine Chemiebrühe aus. Das ist ja richtig penetrant. Leute, guckt euch das an. Das ist richtig widerlich. Hier weiß man nicht, was das ist. Ob das irgend so ein Schlick ist. Hier sackt man auch super tief ein. Puh. Und da drin sieht es auch nicht gerade einladend aus. So, ich versuche jetzt mal hier lang zu balancieren und nicht da in diese Schlickmasse reinzufallen. So was habe ich auch noch nicht erlebt, Freunde. Oh mein Gott. Das sieht richtig eklig aus. Wollen wir mal einen Blick reinwerfen. Überall Spinnennetze. Oh, das ist schon ziemlich ekelhaft. Hier sind überall Spinnennetze. Ich muss irgendwie gucken, dass ich diesen Weg hier freikriege. Aber hier ist auch nichts mehr. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Das war's. Boah, ist das ekelhaft. Boah. Alles voller Spinnenweben und irgendeinem Güllezeug. Boah. Der Doktor mal wieder in geheimer Mission. Boah. Raus aus dem Gülle-Staudamm. Boah. Ja, sehr schade, dass es da nicht mehr weitergeht. Aber gut, was will man machen? Ups. Dafür ist die Aussicht hier sehr, sehr schön. So, jetzt noch ein bisschen Parcours hier. Tack, tack. Tack hier drauf, tack da drauf, da drauf, da drauf und dann ist man hier. Wahnsinn, das sieht echt krass aus. Mega ekelig. Ah ja, und da oben sind irgendwelche Seile gespannt, irgendwelche Stromleitungen. Jetzt heißt es wieder zurück. Genauso wie ich gekommen bin, nur schwieriger. Runter ist immer ganz bescheiden. Besonders wenn man sich an so einem tonnenschweren Stein hier festhält, der jederzeit zu kippen droht. So, jetzt gehen wir hier rüber.
Und dann versuche ich hier drüber zu kommen. Und das heißt, Anlauf hier, da runter, da hoch, zack. So, perfekt. Jetzt hier, da, da, zack und wieder hier hoch. Und schon bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Gut. Allein die Schlucht hier ist wirklich schon ein Tagesausflug. Kann man nicht anders sagen. Hier ist man den ganzen Tag unterwegs. Jetzt bin ich irgendwie falsch gelaufen. Jetzt muss ich hier runter. Ich bin auch schon wie eine Ziege. Hammer. Mittendrin haben wir noch einen Kaktus. Super schön. Wunderschön. Mein kleiner grüner Kaktus. Treten wie Tetris. So geil. Ja, wirklich sehr interessant hier. Guck mal, die Gesteinsschichten hier, ne? Das ist ja echt krass. Schön. So, Freunde, wir gehen jetzt noch das restliche Stück runter und dann sehen wir uns gleich unten am Auto wieder. Ich glaube, den Arco de las Peñas oder wie auch immer der Teil heißt, das heben wir uns fürs Peñatas, das heben wir uns fürs nächste Mal auf, wenn wir wieder auf Fuerteventura sind. Da diese Tour jetzt hier schon länger in Anspruch genommen hat, als wir eigentlich gedacht hatten, weil bei Google Maps war das Ganze mit einer Minute angegeben und wir waren jetzt gut eine Stunde unterwegs zu dem Staudamm und zurück. Ja, jetzt sind wir auch ziemlich erschöpft, weil wir haben auch nichts mehr zu trinken dabei und das kann hier oben echt ja heimtückisch werden, weil man braucht hier Flüssigkeit. Ich merke jetzt auch schon leichte Kopfschmerzen. Wir hatten zwar ein bisschen was dabei, aber das ist jetzt schon komplett leer. Und das heißt, Sicherheit geht vor. Wir gehen zurück zum Auto, werden uns erstmal eine Runde akklimatisieren.
ein bisschen was trinken und dann geht es weiter nach Betancuria. Dort werden wir jetzt zum Mittag essen. Ja, und dann mal schauen, was noch so in der Nähe ist. Ne? Vielleicht finden wir noch das ein oder andere lauschige Plätzchen, was sich lohnt zu besuchen. Ja, vielleicht nehme ich euch auch direkt mit nach Betancuria. Mal gucken. Wenn ihr artig seid und den Daumen nach oben da lasst für diese Kraxelei hier. Ne? Auf jeden Fall. Gut, in diesem Sinne. Bis später. Wir sehen uns unten. Ciao, ciao. Nee. Ja. Wir sind irgendwie falsch. Jetzt haben wir uns hier oben auch noch verlaufen. Wir müssen irgendwie wieder da runter. Ja. Ja, ja, wir sind bis da gegangen. Ja, ja. Ich guck mal. Ja. Scheiße. Doch, das muss da ja sein. Und? Ich weiß nicht. Warte, ich gucke. Doch, ich meine ja. Warte. Ich meine ja. Ja, hier sind wir lang gekommen. So. Und hier haben wir den Arco de las Penetas oder wie auch immer in klein. Der reicht auch. Ja, ja, wir sind hier lang gekommen. Meine ich. Nee, sind wir nicht, ne? Wo sind wir denn hergekommen? Oder noch weiter hier runter? Ja. Aber wir sind nicht hier hochgekraxelt. Nein, wir sind den ganz normalen Weg und sind dann links rechts abgebogen anstatt links. Hm. Ja, ich sehe die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, hier runter. Ja. Und dann da irgendwie runter. Ja. Schiete. Oh weia. Ja. Ja, komm, wir gucken mal. Auf den Hintern runter. Wir gucken mal. Das, boah, wird spannend. Ja, mach doch mal die und das, weg, dass du das mit meinem Gepäck. Kannst. Ja gut, da komme ich locker hin. Einfach hier runter. So. Anni. Bein vor Bein. So kann ich ja gar nicht laufen. Nee. Ey, ich habe so viel Gepäck auf dem Rücken. Scheiße. Ich humpel jetzt hier einfach irgendwie. Ja. Du kannst auch nicht einen Fuß neben den anderen setzen. Oh mein Gott. Was habe ich mir hier wieder eingebrockt? Es hätte doch auch mal normal laufen können. Aber nein. Bei uns ist nie irgendwas normal. Und unser Kanal sagt ja auch schon, Reisen abseits der normalen Touristenpfade. Und dem Namen machen wir jetzt wieder mal alle Ehre. Auch wenn sich einige jetzt wahrscheinlich hinter den Fernsehgeräten wieder aufregen und sagen, wie können die nur hier langlaufen? Sowas geht gar nicht. Ja, was soll ich sagen, Leute? Wir sind auf dem Pfad der wilden Ziegen unterwegs. Wenn gar nichts geht, rutsche ich mit. Ja, da kann ja nichts passieren. Ist mir egal. Genau, ja. Die Bänder, die melden sich wieder.
So. Zumindest ist hier ein Ziegenstall. Oh. So. Ja, hier ist. Hier kann man runter. Hier rüber und dann beschwerlicherweise da runter. Wo? Hier? Ja, guck dir das nochmal genau an. Ja. Komm, wir müssen hier lang, anders geht's nicht. Langsam. Konzentrieren jetzt, das sind die letzten 100 Meter. Die schaffen wir auch noch, okay? Jetzt müssen wir hier übers Rohr mit vollem Rucksack. Und dann hier runter. Hier runter, den Weg. So, dann sind wir unten. Das ist doch kein Weg. Es ist aber besser als das hier, oder? Willst du hier runterlaufen? Komm, anders geht's nicht. Ja. Ja, mit wieder drauf. So, und jetzt einfach hier runterlatschen. Dann sind wir unten. Da, hast du das gesehen? Ja, da gehen wir einfach rechts lang. Das ist ja kein Problem. Notfalls durch den Kaktus durch. Durch den Kaktus. Durch den Kaktus. Gar kein Problem. Eieieiei. Boah, ihr glaubt gar nicht, was meine Knie wehtun. Ah. 105 Kilo plus 20 Kilo Rucksack. Quatsch, ja, 20 sicher. Kilo, lass es mal 10 höchstens sein. Denn, ach, da ist noch nicht mal trinken. So, jetzt hier ganz vorsichtig, lass mich mal vorkundschaften. Warte, Vorsicht. Ja. So. Nee, das geht nicht. Hier hat man aber komischerweise einen super Grip. Hier kannst du perfekt laufen. Guck mal. Bist du denn des Wahnsinns? Gar kein Problem. Geht, voll klar. Warte. Zum Berg hin. Einfach so laufen. Also meine Schuhe haben super Gummi. Ja, deine. Vielleicht meine ja nicht. Ich gehe durch den Kaktus. Nein, bitte nicht. Aua. Oh nein. Pass auf, die Stacheln sind üb. Oh Mann. Vorsicht, dein Bein. Aua. Oh mein das Gott. War Spaß. Ja gut. So, jetzt gehe ich hier lang. Ich halte die Stellung. So, ich wollte immer schon mal Bergführer werden. Nee, aber hier ist echt kein Problem. Trotzdem, dass so steil aussieht, man kann hier wunderbar lang. Man hat hier einen perfekten Grip. Gar kein Thema. Wir haben es mal wieder geschafft auf die komplizierte Art und Weise. Wir sind total. Canarian Everest Schlucht haben wir überstanden. Oh mein Gott. Ja. Woo. Hihi. Jetzt bloß nicht umknicken hier. Ah. Ah, so. Da waren wir drin, da waren wir oben. Da sind wir runter, völlig krank. Einfach das Rohr runtergerutscht, ganz easy. Wie die Ziegen. Wahnsinn. So, und jetzt zum Auto. Ich habe Durst. Durst. Durst.